Hallo ihr Lieben, ich stehe schon wieder vor dem gleichen Platz hier. Es weht eiskalter Wind. Das kommt dir vielleicht schon bekannt vor. Ich hatte wieder einen Termin und diesmal war ich erfolgreich. Zeige ich dir mal den Laden von vorne. Also ich bin hier in Dortmund, ne? Falls du jemand bist, der einen meiner letzten Vlogs noch nicht gesehen hat, und stehe hier vor dem frischen Bio-Supermarkt. Und heute werde ich definitiv reingehen. Ob ich was kaufe, weiß ich noch nicht, aber zumindest möchte ich mich mal ein bisschen umschauen. Wenn, dann hole ich heute noch nicht viel. Erst soll nur ein, zwei Sachen. Und demnächst hole ich dann noch mehr. Spannend. Ich bin sehr gespannt, was es hier alles Schönes gibt. Ja, vielleicht kann ich zwischendurch auch mal ein bisschen was filmen für dich. Ich hoffe es. So, ich bin jetzt vor dem Eingang und gehe erstmal rein. So, und los geht's. Alles Bio. Und unverpackt, wie es aussieht. Geil. Steckrüben, die bekommt man ja so gar nicht im Laden. Cool. Gelbe Beete, kenne ich auch nicht. Pastinaken, Topinambur, wie geil ist das denn? Oh, also hier muss ich auf jeden Fall öfter hin. Das ist schon mal klar. Schwarzwurzeln, die hat meine Mutter früher manchmal gekocht für uns zum Mittagessen. Lang ist's her. Goldballrübchen. Kenne ich auch nicht. Cool. Voll die coolen Sachen. Purple Haze. Ah, eine rote Möhre, wa? Und hier noch eine gelbe. Artischockenfrische. Wie geil ist das denn? Habe ich noch nie gegessen. Nur mal aus dem Glas. Landgurke. Uiuiui. Sieht aber einen stolzen Preis. Was ist das? Witzige Auberginen. Da hinten normale. Tomaten. Möhren, Zucchini. Oh Gott, sind die kleinen süß. Ah, Romanesco, Blumenkohl. Rettich. Sogar roten Kohlrabi. Habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Chinakohl, Spitzkohl, Rotkohl. Ah, und hier sind noch ein paar frische Kräuter. Aber die bekomme ich auch so im Laden in Bio. Kresse, Blumenkohl, Brokkoli. Vielleicht gibt es ja hier auch Grünkohl. Ich möchte endlich mal einen frischen Grünkohl. Aber das ist der Wirsing. Bio-Wirsing. Kräuterseitlinge, sehr gut. Bio-Mango, cool. So, was hat es denn hier noch Schönes? Papayas, ich habe noch nie Papaya gegessen. 100 Gramm, 1,29. Aber das ist allerdings in Plastik, aber ist ja klar, ist ja auch offen. Da werde ich mir mal ausnahmsweise ein Stück gönnen, damit ich endlich mal weiß, wie die schmecken. Die Kerne sollen ja besonders mineralstoffreich sein. Ingwer, Kurkuma, frisches Kurkuma, wie geil ist das denn? Voll cool. Und Zuckerrohr, nee, oder? Geil. Was macht man denn damit? Wie isst man das? Keine Ahnung, weißt du das? Da muss ich gleich mal fragen. Oh, Kokosnüsse, Apfelbananen, okay, jö, sind die süß, so kleine Butzels, habe ich auch noch nie gesehen, Apfelbananen, aber die sind noch so grün, ob die nach Apfel schmecken, ist ja witzig, Wildmango, ist die denn? Keine Ahnung.
Ach, die hier. Wildmango. Habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Ja, das ist ja auch toll. Haben wir hier noch altbekanntes? Da haben wir noch Ananas. Und noch andere Tomaten. Und da drüben Salat, Lauchzwiebeln, Radieschen. Nochmal Salat. Kann ich gar nicht glauben, das ist alles Bio. Wow, der sieht ja schön aus. Schau dir das mal an. In Rot, wow. Mangold, habe ich auch noch nie gegessen. Wie kocht man das? Keine Ahnung. Cool. Also hier muss ich nächste Woche auf jeden Fall nochmal hin. Das ist schon mal ganz klar. So, ich mache erstmal einen kleinen Cut hier. So, und hier hat es auch so schöne Tüten, die nicht aus Plastik sind. Hier unten noch kleine. Sehr gut. Finde ich richtig gut. Ein Pluspunkt. Dann nehme ich mir direkt eine mit. So, schau mal, was ich hier noch Geiles gefunden habe. Rote Datteln getrocknet und sogar in Rohkostqualität. Das ist alles hier Rohkostqualität. Und Bio-Drachenfrucht getrocknet. Voll cool. Macadamia-Nüsse habe ich auch noch nicht gesehen. So. Medjool-Datteln. Also, richtig geil. Ah, jetzt muss ich mal was fragen. Ja, Sprossen gibt es sogar auch hier. Alfalfa-Sprossen, die wollte ich mir eigentlich bestellen. Biosprossen, Glücksmix. Das ist Alfalfa, Rettich, Mungo sogar, Linsen und Weizen. Gut, Weizen enthält Gluten, deswegen kann ich die leider nicht nehmen. Aber der Rest ist doch mal geil. Ah, hier unten hat es auch noch. Radieschensprossen. Asia-Gemüsemix. Okay. Vielleicht gibt es hier auch Chlorella-Pulver. Mal schauen. Oh, das ist ja echt hier Schlaraffenland. Das? Lachs und scharfe Pflaume? Nee, sowas nicht. Nicht, was ich hier zuerst nehmen soll. Ich schau mal noch weiter. Hier gibt es sogar die Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ein bisschen scharf stellen. Zweierpack für 2,99 €. Da nehme ich eins mit. Ich habe zwar Wäschenetze, die ich für frisches Obst und Gemüse verwende, aber das sind irgendwie immer zu wenig. Ein Teil ist immer in der Wäsche und habe ich jedes Mal nicht genügend. Und vor allem sind die aus Kunststoff und die sind nämlich aus Baumwolle. Von daher umweltbewusster und nachhaltiger. Deswegen nehme ich mir da ein Paket mit. Hier gibt es sogar Reis-Ananas. Nee, Reis-Kokosnuss-Ananas-Drink. Cool, oder? Richtig cool. Dann gibt es hier auch Buchweizen-Drink. Habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Und Mililupine, Süßlupin-Drink. Noch nie probiert. Du? Cool. Richtig coole Sachen. Und Dinkelsahne. Hab ich auch noch nicht gesehen. Cool. Ich nehme mal eine Reissahne mit. Noch. Und Reisdrink mit Haselnuss. Das klingt ja auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich noch mal richtig coole Sachen entdeckt hier.
Das ist alles vegan. Kokosnussjoghurt, verschiedene. Sojajoghurt. Das ist auch vegan. Vanille, Kokos und, habe ich auch noch nie gesehen, Hanfschokoladenpudding und Hanfjoghurt. Natürlich auch vegan. Sowas von geil. Dann hat es hier unten auch noch mal verschiedene Sojajoghurts. Ja, Schlaraffenland für Veganer. Da nehme ich mir jetzt einen Teil von mit. Muss mal gucken, was. Normalerweise esse ich sowas nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten. Ja, ab und zu kann man mal eine Ausnahme machen. Ne? Da habe ich auch noch was Cooles entdeckt. Algensalat. Wasabi. Voll cool. Und hier oben gibt es Bärlauchpesto. Habe ich auch noch nie gesehen. Korianderpesto. Sind auch beide. Nee, das. Doch, das Bärlauchpesto ist auch vegan und das Korianderpesto auch. Oh, jetzt kann man es sehen. Cool. Dann habe ich was sehr Hochinteressantes gefunden. Nee, eins da oben. Hier. Glutenfreie Nocchis. Wie geil ist das denn? Ja, da nehme ich mir doch direkt ein Paket mit. Ich habe schon lange keine Nocchis mehr gegessen. Die sind aus Maisgrieß. Cool. Und auch vegan. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hier gibt es auch noch sehr schöne Sachen. Von Sonnentor, auch Alfalfa-Sprossen, Ochshornklee, Keimmix. Oh, es ist echt ein Schlaraffenland hier. Ich glaube, da nehme ich mir mal so ein kleines Paket mit. Im Internet wäre das zwar sicher günstiger, aber ja, ich möchte es jetzt aber mal haben, ne? Hier habe ich auch noch ein cooles Regal entdeckt. Hier gibt es jede Menge Blumenbrot. Das meiste davon ist glutenfrei. Einmal Quinoa-Schnitten, dann Reis- und Kichererbsen-Knusperbrot, Kastanien-Schnitten, Zwiebelschnitten, Bio-Brotscheiben mit Kichererbsen und dann mit grünen Linsen, Blumenbrot mit Kokos. Was war das? Reisbuchweizenhirse. Und nochmal 100% Buchweizen. Ja, richtig toll. Hat natürlich auch seinen Preis. Ja, aber einmal im Monat oder so kann man sich sowas ja auch mal gönnen, ne? Ich glaube, da nehme ich mir auch mal eins mit. Ich habe mich jetzt, ja, schwierige Entscheidung. Entweder das hier oder das mit Kokos. Das würde mich natürlich auch reizen, aber ich denke mal, das schmeckt dann eher süß, mit süßem Belag. Ja, und der Preis ist natürlich auch heiß. Deswegen entscheide ich mich jetzt erstmal für so eins hier. Reis, Buchweizen, Hirse. Klingt doch auch gut und ist auf jeden Fall glutenfrei. Lecker! Jetzt habe ich noch mal was Cooles entdeckt. Erdmandeln, roh vegan, glutenfrei. Voll geil. Die hole ich mir demnächst auf jeden Fall auch noch. Dann haben wir hier auch noch verpackungsfreies Einkaufen zum selber abfüllen. Das finde ich auch mal cool. Genial. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro erhält man ein 500 ml Glas gratis dazu.
Das ist doch auch nett, ne? Cool. Ich bin schon verliebt in diesen Laden. So, ich bin jetzt wieder im Auto meiner Tochter. Ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit ich jetzt in dem Laden verbracht habe. Ich schaue lieber nicht auf die Uhr, sonst trifft mich wahrscheinlich der Schlag. Ja, ich habe dir jetzt nicht alles gezeigt, da war viel zu viel Zeug, das hätte den zeitlichen Rahmen deutlich gesprengt. Auf jeden Fall habe ich mir noch so einen rohen Früchteriegel gegönnt. Der war sehr, sehr lecker. Mit Gucci-Beeren, Datteln, Mandeln und Chiasamen und einen veganen Bio-Keks. Den esse ich nachher zu Hause zum Tee. Und das habe ich schon seit Jahren gesucht. Bekommt man wahrscheinlich auch im normalen Laden, aber ich habe das bis jetzt nie gesehen. Gomasio. Kennst du das? Das ist gerösteter Sesam mit Meersalz. Das kann man zwar auch selber machen, wollte ich schon immer mal machen, habe ich aber nie gemacht. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach gekauft. Es schmeckt mega lecker. Entweder direkt so über die Gemüsesuppe drüber. Oder früher habe ich das gegessen aufs Brot mit Butter und dann das drauf. Butter esse ich ja jetzt nicht mehr. Da kann ich mir aber ausnahmsweise noch mal eine vegane Margarine holen und das dann da drauf geben. Oh, lecker. Da freue ich mich voll drauf. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Preis war zwar auch stolz für die Sachen, die ich gekauft habe, aber ja, ab und zu kann man sich das mal gönnen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nach diesem Termin noch in den Friedenbaumpark und dir dort noch einiges erzählen. Aber da ich jetzt schon so lange in dem Bioladen war, lasse ich das. Und fahre jetzt erstmal Richtung zurück, halte aber unterwegs noch in einem Penny oder Lidl oder sonst wo und hole noch einiges an frischem Bio-Obst und Gemüse. Ja, ne? Wir sehen uns dann nachher wieder. Mir ist gerade eingefallen, dass Bio-Obst und Gemüse beim Aldi ja am günstigsten ist. Deswegen bin ich jetzt doch weder zum Penny noch zum Lidl hier in Dortmund gefahren, sondern stehe jetzt vor dem Aldi. Ja, jetzt kannst du es hinter mir sehen. Ein Rewe gibt es hier auch noch und einen Kick. Ja, aber ich möchte ja nur Frisches holen. Da reicht der Aldi. Viel werde ich allerdings nicht holen, nur was ich jetzt noch brauche für die nächsten 3-4 Tage. Aber das zeige ich dir danach dann noch. Also ja, wenn ich zu Hause bin. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause angelangt. Ja, und beim Aldi habe ich richtig tolle Sachen bekommen. Das breite ich jetzt gleich mal alles hier auf meinem Tisch aus, wenn ich überhaupt viel Platz habe. Vielleicht besser am Boden. Und auch nochmal das aus dem Bioladen. Dann kann ich das nochmal genau zeigen. Ne? So, ich habe jetzt mal das, was ich beim Aldi alles eingekauft habe, hier am Boden schön ausgebreitet. Und zwar einmal Bio-Champignons. Ich liebe Champignons, da werde ich mir ein, zwei Gerichte daraus zaubern. Dann Süßkartoffeln, die gab es dort für 1,99 €. Das finde ich ja mal richtig günstig. Da mache ich mir gleich ein paar von. Dann einmal Milchreis. Hole ich mir nur sehr selten. Daraus werde ich mir eine Reismilch machen, aus einem Teil davon und aus dem anderen, da koche ich mir den Milchreis für heute Abend mit diesem gefrorenen Obst. Normalerweise hole ich sowas gar nicht. Ich hole eigentlich nur gefrorene Himbeeren beim Penny, weil die gibt es im Karton, die sind da nicht im Plastik. Aber im Aldi gibt es das halt nicht. Und da ich in letzter Zeit mir öfter abends mal einfach nur Obst zubereite als letzte Mahlzeit, da die schön leicht ist und auch leicht verdaulich und dann nicht schwer im Magen liegt und mir da dann ab und zu gerne mal ein bisschen Milchreis oder Amaranth oder Quinoa dazu koche, damit es eben noch ein bisschen besser sättigt.
Ja, habe ich mir die jetzt mal einmal gegönnt. Also das reicht mir für mindestens zweimal. Jetzt habe ich ja aber keinen Gefrierschrank mehr. Also ich habe schon einen, aber den habe ich ja ausgesteckt. Also lasse ich das einfach gemütlich auftauen. Natürlich nicht da drin. Das kommt dann in den Schraubglas. Dann kann ich da morgen Abend oder auch zum Frühstück auch noch mal was von essen. Jo, dann habe ich mir drei Pakete Bio-Bananen geholt. Dann ist mein Kokosblütenzucker leer. Gab es auch gerade günstig beim Aldi. Habe ich mir auch ein Paket geholt. Dann eine Wurzelsellerie. Ich liebe Wurzelsellerie. Da mache ich mir immer meinen Gemüse-Obstsaft draus. Oder halt auch koche es mit anderem Gemüse oder dünste es mit anderem Gemüse zusammen. Dann habe ich ausnahmsweise mal einen Brokkoli noch geholt. Gab es auch sehr günstig für 69 Cent. Ein Paket Bio-Zitronen. Daraus mache ich mir dann meine leckere Zitronen-Ingwer-Limonade draus. Als Kaffeeersatz schmeckt köstlich und macht super fit. Dann ein Paket Bio-Zwiebeln. Und auch einmal Bio-Räuchertofu. Tofu, also kaufe ich nur noch so alle 2 bis 3 Monate mal ein Paket. Jo, ich habe halt mal wieder Appetit drauf. Da mache ich mir auch 2 verschiedene Gerichte draus. Einmal Spaghetti Carbonara mit Tofu. Das schmeckt sehr lecker. Und das andere Mal mache ich mir selber einen Kartoffel-Möhrenbrei mit gerösteten Zwiebeln drüber und dann auch Tofu dazu. Das schmeckt auch sehr lecker. Ja, dann Bio-Orangen mal wieder. Sehr lecker. Da kann man sogar die Schale mit verwenden, also für in den Smoothie. Oder auch mal als Saft oder ich esse sie pur, je nachdem. Dann Bio-Möhren. Ich habe zwar noch 2 Pakete Bio-Möhren im Kühlschrank, aber in letzter Zeit mache ich mir sehr gerne Möhrensaft frisch, so entweder für morgens oder auch mal für abends. Mit einer Mandarine mit rein oder einer halben Zitrone. Das schmeckt sehr lecker, liebe ich. Dann habe ich mir noch mal wieder Sauerkraut gegönnt. Das will ich aber bald auch mal selber machen. Ist natürlich deutlich besser dann, gesünder. Und vor allem ohne Wein, weil ich fürchte, der Wein ist vielleicht nicht vegan. Ja, dann habe ich mir noch Mandeln geholt. Die brauche ich auch öfter, also die knabber ich ja so. Oder stell mir daraus veganes grünes Pesto her. Dafür muss man nämlich nicht unbedingt Cashewkerne haben. Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal Cashewkerne mal wieder gegönnt. Die kaufe ich auch nur selten für meinen veganen Pizzaschmelz, den ich auch selber mache. Oder eben auch für veganes grünes Pesto. Das Rezept davon kann ich euch auch mal zeigen dann. Ja, dann habe ich noch einmal Oliven mit Kräutern und Chili. Und einmal noch Wurzelgemüse war auch noch vergünstigt. Ja, da mache ich mir dann auch gedünstetes Gemüse draus. Ein bisschen was davon werde ich wahrscheinlich jetzt gleich schon mir klein schneiden in den Ofen mit den Süßkartoffeln zusammen, mache ich mir gleich ein bisschen Ofengemüse. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gegessen, deswegen. Ja, und dann habe ich mir noch ein Primelchen, ein gelbes, gegönnt für die gute Laune. Das habe ich mir angewöhnt, dass ich mir 1 bis 2 Mal im Monat ein kleines frisches Blümchen hole. So viel auf den Tisch. Ja, das hebt meine Laune und tut mir gut. Eins hatte ich noch vergessen. Das ist auch vom Aldi Bio-Basilikum, frisches, lecker. Ja, auch für mein grünes Pesto und mal für Tomatensalat oder dergleichen, köstlich. Oder einfach zum Purknabbern, schmeckt auch lecker. Also für die Sachen, die ich dir eben gezeigt habe vom Aldi, habe ich knapp 30 Euro ausgegeben. Und hier jetzt nochmal zum Vergleich, das sind die Sachen vom Bioladen, da fehlt jetzt allerdings der roh vegane Bio-Riegel, den habe ich ja schon geknabbert. Ja, für diese Sachen
habe ich sogar etwas über 30 Euro ausgegeben. Ja, deutlich weniger für mehr Geld. Aber ja, das sind ja auch hochwertige Sachen. Also einmal dieses tolle Blumenbrot, Reis, Buchweizen, Hirse, Knäckebrot, glutenfrei. Dann eben dieses Zweierpaket Baumwollobst und Gemüsenetze, da freue ich mich besonders drüber. Die sind, denke ich, ja, die sind auch waschbar bei 30 Grad. 100% Baumwolle, also Bio-Baumwolle sogar. Dann das Stück Papaya, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie die schmeckt. Dann noch einen veganen Bio-Keks. Das leckere Gomasio, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und meine ersten glutenfreien Mais-Nocchis. Da bin ich ja mal auch gespannt, wie die schmecken. Lecker. Und die tollen Alfalfa-Sprossen von Sonnentor. Da ziehe ich mir dann selber Sprossen draus für über den Salat. Einen kleinen Sojajoghurt, Blueberry, also Heidelbeere. Und noch eine Reissahne. Ja, da hast du mal alles gesehen. So, drei Süßkartoffeln und drei Möhren habe ich schon im Ofen. Ja, da freue ich mich auch gleich drauf. Und wie gesagt, demnächst werde ich nochmal zu dem tollen großen Bioladen in Dortmund fahren. Falls du aus Dortmund stammst oder aus der Nähe, empfehle ich dir diesen Bioladen auf jeden Fall. Der ist ganz nah beim Bahnhof, direkt neben dem Jobcenter. Wie die Straße jetzt heißt, weiß ich nicht. Da kann ich nächstes Mal nochmal schauen, falls es dich interessiert. Ja, und bei diesem nächsten Einkauf in diesem Bioladen werde ich meine Handykamera wieder zücken und werde noch weitere tolle Sachen dort für dich filmen. Und mir auch noch einiges mehr dort kaufen und werde daraus auch noch mal einen Foodhaul machen. Ach ja, und demnächst möchte ich auch mal hier in Dortmund-Mengede, das ist direkt neben meinem Ort, in den Kaufland fahren. Da soll es auch ganz tolle Sachen für Veganer geben und werde dort mal noch einen großen Einkauf tätigen und würde da auch gerne einen Foodhaul draus machen, wenn du es denn möchtest. Ja, dann war es das jetzt mit meinem Foodhaul. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten danke dir fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Video.